Usa Leute und willkommen zu einem neuen Projekt, auf das ich persönlich selber sehr lange gewartet habe. Und ihr seht es in großen Lettern, es ist endlich Bloodborne. Das Spiel kam 2015 raus und zu dem Zeitpunkt hatte ich keine PS4 gehabt und keine Capture-Karte. Beides befindet sich jetzt in meinem Besitz und endlich kann es wirklich, wirklich losgehen mit dem Projekt. Ich habe es auch schon diverse Male durchgespielt, um alle Enden zu triggern. Es sind insgesamt 3, kann man das überhaupt sehen? Ja, 3. Und die werde ich euch versuchen auch zu bieten. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten lösen kann. Ich weiß nicht, ob man da auch Spielstände kopieren kann, damit man quasi gegen Ende nochmal schnell alle 3 machen kann. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so funktioniert. Wenn ja, geil. Ansonsten werde ich die nacheinander nochmal nachbringen, wie auch immer. Aber auf jeden Fall. Ich bin wieder da. Jetzt folgen auch wieder regelmäßig wieder Videos. Zumindest zu Bloodborne. Und ich habe jetzt auch schon so ein paar Mal Zelda Randomizer gestreamt auf Twitch. Also falls ihr mal Bock habt, abonniert mich mal bei Twitch oder guckt mal bei bei Facebook mal rein, wann ich den streame, weil ich habe jetzt keinen perfekten Plan, wann ich jetzt streame und wann nicht. Deswegen bei Facebook werde ich es meistens ankündigen und dann geht's dann auch los. Ja, würde mich freuen, wenn ihr es beides abonniert, weil das wäre schon für mich auch eine kleine Herzensangelegenheit. Ich werde jetzt kein Streamer werden, das werde ich nicht, war ich nicht, werde ich auch nie werden. Aber trotzdem, das eine oder andere Mal streamen, da hätte ich euch schon ganz gerne dabei. Und ja, Randomizer wird nicht das einzige sein, was ich streamen werde. Weil Bloodborne, da werden auch noch gewisse Challenge-Dungeons dabei sein. Und die werde ich nicht alle in dem Let's Play verankern. Denn die sind zufallsgeneriert, diese Dungeons. Und da werde ich höchstens die Bosse aufnehmen für das Let's Play. Aber alles andere... Oh, jetzt kommt nochmal das Intro, das lasse ich mal schon weg. Aber alles andere wird weggelassen. Das wird dann gestreamt und dann könnt ihr da auch sehr viel Spaß damit haben, hoffentlich. Und noch ein Streaming-Projekt, auf das ich Bock habe, ist Dirt Rally. Ja, wie ihr schon hört, ein Rennspiel, aber naja, man fährt nicht im Kreis, wie bei Formel 1 oder sowas, sondern man fährt schön, ja, herrlichst eine Etappe entlang. Und das ist, denke ich mal, besser geeignet zum Zuschauen als ständig ein Rundkurs. Und ja, sowieso schätze ich halt Rennspiele besser bei Twitch oder bei Streams allgemein ein als auf Videos bei YouTube. So, aber jetzt fangen wir auch mal an. Und da könnte ich schon vorstellen, was wir für einen Charakter wieder erstellen werden. Wie in guten alten Dark Souls Spielen werden wir auch hier wieder ein Riley bauen. Neues Spiel. Oh yeah. Pale blood. Well, you've come to the right place. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. But first, you'll need a contract. So, diesen Contract bauen wir uns jetzt. Erstmal Name. Wo haben wir es denn? Oh Gott. Ray. Übrigens, ich nehme jetzt nicht mehr mit Fraps oder irgendwas anderem auf, sondern jetzt mit OBS. Das Ganze ist halt super easy. Wie ihr seht, habe ich jetzt auch unten schon den Cornerback mit meinem Facecam und mit einem Death Counter eingebaut, den ich jetzt relativ schnell zum Beispiel nutzen kann. Jetzt zum Beispiel hier. Bing! Und da hat sich das geändert. Ich kann es wieder zurücksetzen und alles ist super. Und ich habe auch ein Soundboard aktiviert, wie zum Beispiel, nehmen wir doch mal das hier. Hey, du Sausack, was fällt dich ein? Schlacht dich zu Brei. Das wollen wir doch mal gucken, du fiesen Pöpp. Erst schleicht die Stoke voll und dann deinem Papa. Na warte, Gärtchen, ich rotte deine ganze Familie aus. Und ich liebe es. Okay, gut. Ich habe viele davon werde ich nicht verwenden. Die werde ich eigentlich eher für Stream nutzen. Aber allgemein so ein paar Sachen vom Soundboard werde ich auch für dieses Let's Play nutzen. Fand ich sowieso immer geil und das habe ich endlich mal eingerichtet. So, Alter. Wir sind natürlich gealtert. Herkunft. So, das ist jetzt, Herkunft ist quasi die Klassenwahl. Denn es gibt keine Klassen mehr.
sondern es gibt jetzt nur diese Herkunftssache. Da ich zu Beginn einen geschickten Charakter spielen möchte, werde ich auch schön auf Geschick gehen. Deswegen guck ich erstmal, was mit dem höchsten Geschick. Habe ich schon mal 13, 15. Okay, 15 klingt schon mal gut. Sieht das aus mit Vitalität? 9 ist nicht so geil. Der hat auch 9. Boah, der einzige Leben hat 14. Zu Beginn ist das nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Das kann dann ganz schön Arsch retten. Aber wir fangen doch einfach mal an. Ja, gut, Blutfärbung. Zu den ganzen einzelnen Sachen komme ich später nochmal, um das zu erklären. Okay, aber machen wir erstmal die ganzen simplen Sachen und vor allem die Charakterstellung mit dem Gesicht. Die folgt wieder einem extra Part. Keine Panik. Aber die simplen Sachen machen wir erstmal so. Und wir sind erstmal professionell. Was steht überhaupt? Perfekt geeignet für Detektivarbeit oder Wissenschaft. Ja, soll ich das alles mal vorlesen? Komm, ich lese mal alles voll. Angsthase. Normal glückliche Kindheit. Alle Attribute durchschnittlich. Einziger Überlebender. Letztes Mitglied eines Dorfs. Hohe Lebensessenz und Kraft. Schwierige Kindheit. Glückliche Kindheit. Dadurch sehr belastbar. Leben voller Gewalt. Vergangenheit voller Gewalt. Unbedacht, aber stark. Professionell, habe ich eben schon gesagt. Militärveteran. Kriegserfahren, ein Soldat mit Stärke und Geschick. Spross einer guten Familie. Mit Stolz auf dem Stammbaum. Oh, der hat sogar eine hohe Blutfärbung. Der ist das Geschick nicht so viel weniger. Aber tatsächlich ist hier die Vitalität geringer, also bleiben wir mal dabei. Schlimme Erlebnisse, aber jetzt sehr selbstbewusst. Der Nichtsnutz, ein Nichts, ohne jedes Talent. Deine Geburt war ein Fehler. Alter. Alter. Okay, gut. Aber jetzt komme ich erstmal zu den Dingen. Also Vitalität ist klar. Blutechos sind quasi die neuen Seelen, wie wir sie aus Dark Souls kennen. Ausdauer, bekannt, gibt uns die Ausdauer. Stärke, gibt das Scaling auf Stärkewerte und besagt, ob wir eine Waffe tragen können, die Stärke benutzt oder nicht. Geschick, das gleiche in anderen Richtungen, die halt Waffen benutzt, die halt Geschick benutzen. Die Blutfärbung, das ist für die Schusswaffen gedacht. Weil bei Bloodborne gibt es eine freie Hand, die linke Hand ist immer nur für Schusswaffen geeignet. Es gibt kein Schild mehr. Doch, es gibt, das ist nicht ganz wahr. Es gibt zwei Schilde, aber die sind nicht so wirklich nützlich in diesem Spiel. Und Arkan ist quasi Magie. Wie ihr merkt, es sind deutlich weniger Attribute als bei Dark Souls. Und allgemein kann man auch sagen, dass Bloodborne von seiner Komplexität abgenommen hat. Aber wie ich finde, an den richtigen Stellen, um es neu und anders zu machen und vor allem auch ganz wichtig, abgespeckter, aber nicht weniger spaßiger zu machen. Ich finde, hat Bloodborne eine gute Mischung gefunden, denn das Spiel ist einfach schneller als Dark Souls und das vermittelt auch das Gameplay an sich durch auch das Rollenspiel-Element in diesem Spiel, weil es auch deswegen abgespeckter ist. Okay, aber nun kommen wir schon fast zum Aussehen. Geschlecht, bleiben wir da erstmal dabei. Nein. Gut. Alter haben wir schon gesagt, wir sind alt, Stimme, alterte Stimme, Körperbau ist natürlich sehr, sehr kräftig, aber eigentlich eher den Oberkörper. Das kann eigentlich auch so bleiben. So, Größe anpassen ist eigentlich okay. Ui. So, aber jetzt kommt schon die Krötenkackerei. Ich kann vielleicht noch ein bisschen brauner machen. Ja, das ist schon deutlich zu braun. Das geht in die richtige Richtung. Soll nicht orange werden, aber soll schon braun sein. Ja, ich habe mal wieder so ein Bild vor mir stehen, wo ich das Ganze mit vergleiche. Ich würde sagen, das ist in Ordnung. Gut. Machen wir jetzt mit den üblichen Sachen, die ganzen, also mit der Haarfarbe und so weiter kann ich erst noch reinbauen. Aber dann die ganzen Gesichtsmakulaturen ins Detail, die mache ich dann in dem Extra-Part. So, Hautton. Achso, kann eigentlich so bleiben. Bin ich eigentlich schon sehr zufrieden mit. Obwohl er schon sehr, sehr rötlich im Gesicht ist. Das gefällt mir eigentlich eher weniger. Wangenfarbe, gehen wir ein bisschen weg vom rötlichen. Ja, das passt so. Oh, jetzt habe ich es nicht übernommen, ich Idiot. Doch, hat funktioniert. Lachfältchen, passt. Die Lippen würde ich noch was dunkler machen, aber das kriege ich eigentlich noch anders hin.
Ansonsten passt das jetzt so. Okay, Gesichtsdetails. Jetzt kommt der Spaß. Okay, Leute, dann sage ich schon mal bis gleich und wir sehen uns gleich wieder. So, und da bin ich wieder. Und wie ihr schon seht, ich habe, glaube ich, einen ziemlich guten Riley getroffen. Ich finde den super geil. Und ich würde sagen, besser kann ich ihn gar nicht mehr treffen. Wenn wir uns nochmal genauer angucken. Alter, guckt euch das an. Das ist doch, ey, ohne Scheiß. Das ist in meinen Augen echt der perfekte Riley. Ich finde, man kann ihn fast nicht mehr besser treffen. Zumindest wenn man jetzt halt ein menschlich, also wenn ich jetzt ein Anime-mäßig machen würde, dann sehe das ulkig aus. Deswegen hat er so schon ein realistischeres Gesicht. Und ich finde, das ist, ey, oh, guckt ihn euch an. Ich finde, er ist wirklich, also gerade aus der Position, nice. Ist richtig gut geworden. Ich freue mich richtig auf dieses Ergebnis. Und deswegen starten wir jetzt auch mit dem Spiel. Nice, ey. Geil. Das freut mich richtig, dass das so gut geworden ist. Ohne Scheiß. Richtig nice. Bin ich eigentlich richtig im Rahmen? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter nach links noch. Ne? So, ist eigentlich gut, ja. So, dann gucken wir uns erstmal an, was denn der Blattminister mit uns gemacht hat. So, man kann das Spiel hat tatsächlich eine deutsche Ausgabe. Aber ich habe das Spiel nie auf Deutsch gespielt. Ich finde es auch tatsächlich sehr entfremdend, das auf Deutsch zu hören. So, jetzt kann gerne losgehen. Good. All signed and sealed. Now, let's begin the transfusion. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad. Bad Dream. Das sind die Boten. Ah, you found yourself a hunter. Das Klinik. Da ist er, unser Riley. Und wir befinden uns in der Klinik von Josefka. Hier können wir halt nicht rein. Und schon eine kleine Neuerung, es gibt hier kleine Notizen, die man so ein bisschen sich angucken kann. Handgeschriebene Kritzelei. Suche Bleichblut, um die Jagd auszuweiten. Also, das, was wir hier auf dem Bett erlebt haben, dieser Traum, den wir hatten, war quasi, nennt man das so schön, eine Metapher auf das, was nämlich bei uns passiert ist. Das Ding ist nämlich, dass es in diesem Land nämlich eine Plage gibt, eine Krankheit, die Leute in Bestien verwandelt. Und wir haben quasi soeben eine Bluttransfusion bekommen, dass wir nämlich das Biest in unserem Blut nämlich verbrennen. Aber wie ihr seht, haben uns da kleine Boten umarmt und jetzt sind wir ein Hunter. Mal gucken, was das denn bedeutet. So, mal gucken, ob wir den ersten Gegner besiegen können. Bin direkt mal doppelhändig hier. So, einen Kopf zu kloppen. Nämlich einen Werwolf. Er ist schon ein bisschen angeschlagen. Vielleicht können wir ihn besiegen. Oh fuck, er hat mich bemerkt. 4 Schaden, nice. Ich glaube, ich gehe doch auf.
normale Schläge. Da kann ich deutlich besser sein. Aua! Wie ihr seht, es gibt eine neue Mechanik. Wenn man getroffen wird und dann Gegner schlägt, dann kann man sich Blut zurückholen. Also das heißt, man kann sich durch geschickten Einsatz von Timing wieder selbst heilen. Das dauert noch ein bisschen, nicht anscheinend. Also man kann diesen Gegner besiegen, ob man es denn jetzt auch möchte. Ich meine, wir sind jetzt, es dauert auch anscheinend noch etwas länger, damit das funktioniert. Wo wir uns gerade doch schon dem Ziel nähern. Oh, ob wir ihn schaffen? Ich weiß gar nicht, ob wir was Tolles bekommen, wenn wir es schaffen. Wir machen es einfach mal. So. Wow, das war knapp. Aua. Aua. Bin ich fast tot, ich muss mich ein bisschen heilen. Wir haben es fast geschafft. Darf ich mich nicht mehr so stark treffen lassen. Nice, 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 nice. Und wegrollen. Okay, okay, okay. Oh, es war knapp. Das ist nice. Perfekt. Eigentlich schon fast. Okay. Ist noch nicht schaffen. Nice. Habe ich noch nie geschafft. Das habe ich tatsächlich noch nie geschafft. Und was bekommen wir? 3 Blutfionen. Wir können uns das also heilen. Okay. Tatsächlich habe ich diesen fucking Gegner besiegt. Und wir, genau, diese Dinger hier auf dem Boden entsteigen, die Boten, sind quasi die neuen Messages auf dem Boden. Deswegen nicht, nicht wundern, was hier alles steht. Das wird jetzt quasi wieder tutorialmäßig alles erklärt, wie zum Beispiel hier das. Angebrechte Waffe und so weiter und bla 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 bla. Und auch hier wieder, das sind jetzt die typischen, wir gucken uns an, wie jemand gestorben ist. Er hat hier noch schon eine Waffe gehabt und ist trotzdem verreckt. Gut, das haben wir nicht. Und können uns direkt hier weiter bedienen mit weiteren Blutfiolen. Wichtig, es gibt kein Estus mehr, so in dem Sinne. An einem Bonfire, sagen wir mal, das sind hier Lampen, an einem Bonfire bekommt man keine feste Einheit mehr von Heilungs-Items. Deswegen muss man jetzt, wie in Demon's Souls, Heil-Items farmen oder kaufen. Willkommen in Yharnam. Ja, und es ist halt sehr, sehr ans viktorianische London angelehnt. Sehr, sehr, sehr. Und das hat doch durchaus Änderungen, wie sich das Spiel spielt. Dadurch, dass wir auch Schusswaffen bekommen können. Oder kriegen auf jeden Fall. So, hier steht das erste verendete Pferdchen in der Straße. So. Auch ganz schön, es gibt eine feste Heiltaste im Spiel. So, aber in dem Fall werden wir jetzt wahrscheinlich... Wir haben auch nicht einfach 0 Schaden. Na komm, wir gehen einfach mal weiter. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich will nicht nach oben gehen. Das war knapp. Und hören jetzt ein Geräusch. Das finde ich so schön, nicht wahr? So, hier unsere erste Lampe. Wir reisen auch direkt mal dorthin. Diese Lampe bringt dich zurück zum Traum des Jägers. Wenn du stirbst, machst du bei dieser Lampe auf. Jetzt stirb endlich. Ach komm, wisst ihr was? Hier was anderes. Aua! Kann ich auch wieder bei Dark Souls 3 Schläge aufladen. Beziehungsweise gab es das hier ja zuerst, weil das Spiel kam ja zuerst raus. So, ich glaub mal. Weil es gibt nämlich keine Backsteps im eigentlichen Sinne mehr in Dark, Bloodborne. Man muss nämlich einen fetten Schlag vorher den Rücken kaputt hauen. Und dann kann man einen Backstep verursachen. Aber ich krieg's mit der Hand nicht hin. Aber mir ist es auch gerade egal.
Soll ich mich killen lassen? Eigentlich möchte ich das gerade nicht, aber... Weißt du was? So, hab ich das noch? Ja, und hat funktioniert. Gut, denn da müssten wir nämlich eh hin. Gut. Normalerweise landet man da, wenn man halt eigentlich beim Werwolf stirbt. Aber so haben wir es auch gemacht. Auch interessant. Willkommen im Hunter Stream. Die neue Hubwelt, wie Medjula oder The Firelink Shrine und so weiter und so fort. Oder der Nexus. Und ich finde es hier einfach wunderschön. So, an diesen Grabstein können wir uns den Dings hier zurückbringen. Hier liegt eine verlassene Puppe. Es ist wirklich eine Puppe, eine sehr menschenähnliche Puppe, aber es ist eine Puppe. Hier kann man sich eine Gegenstände kaufen. So, zum Beispiel Blutfiolen, Quecksilberkugeln. Genau, es gibt nämlich für jede Waffe die gleiche Grundressource und das sind Quecksilberkugeln. Molotov Cocktails und Kiesel, da wird sich ja noch viel, viel mehr noch hinzugesellen an Sachen, die man kaufen kann. Je nachdem, was man denn so, ist das Asche, die man, nee, Asche war bei Dingsbums. Hier sind das Abzeichen, hier sind das Hunter-Abzeichen, die dann einem, mehr Sachen geben können. So, hier kann man schon mal eigentlich, eine neue Rüstung kaufen, aber die habe ich nicht vorzuholen. Wir begeben uns erstmal nach oben. Und hier schon unsere erste Nachricht. Geschenk vom Boten. Die Boten bieten dir eine Trickwaffe an. Wähle eine aus. Trickwaffen werden mit der rechten Hand geführt und bei der besten Jagd verwendet. So, jetzt kommt der wichtige Punkt. Welche Waffe nehmen wir? Da wir ganz klar auf Geschick gehen, ist der gewundene Stock meine Auswahl. Aber gucken wir uns erstmal alle Daten auch hier mal an. Das ist der Saw Cleaver. Das ja quasi... das Ding, was quasi auf der, weiß es so schön, ach, mir fällt gerade das Wort nicht ein, auf dem Cover ist und auf allen Trailern benutzt wird, das ist quasi das Ding, was verkauft wird. So, eine Trickwaffe aus der Werkstatt, die für gewöhnlich bei der Jagd verwendet wird. Diese Säge fügt Bestien blutende Wunden zu und verwandelt sie in ein langes Hackbeil und verwandelt sich in ein langes Hackbeil, das sich die Zentrifugalkraft zunutze macht. Die Säge mit ihren scharfen Zähnen ist ein Symbol der Jagd und wird effektiver, je scheußlicher die Bestie sich verwandelt hat. Allgemein, diese Waffen kann man auch im Spiel noch weiterhin finden. Man kann sie später, glaube ich, auch kaufen oder sowas. So, die Jägeraxt. Eine Trickwaffe aus der Werkstatt, die für gewöhnlich bei der Jagd verwendet wird. Behält die Eigenschaft einer Axt, bietet dank Verwandlung aber mehr Angriffsmöglichkeiten, verfügt über einen starken, stumpfen Schlag mit hohem Wiedergewinnungspotenzial. Was sie früher auch waren, Bestien sind, was sie auch früher waren, Bestien sind Bestien, nicht mehr. Einige wählen diese Axt, um damit Henker zu spielen. Und wichtiger Punkt, jede Waffe lässt sich transformieren. Diese lässt sich halt, also so sieht es erstmal aus wie eine Nahkampfwaffe, ziemlich nahkampfmäßig, aber dann lässt sich das quasi ausklappen und dann ist es, hat sie eine höhere Reichweite. Ist aber auch langsamer dann. So, die Jägeraxt ist, wirkt erstmal wie eine normale Kurzaxt. Oder wie ein normales Beil, lässt sich aber ausfahren zu einer Hellebarde. Und der gewundene Stock ist eigentlich ganz geil so. Eine Trickwaffe aus der Werkstatt, die für gewöhnlich von Jägern bei ihren Pflichten verwendet wird. Als fester Klingenstab ist sie tödlich genug, aber dient aber auch als Peitsche, wenn die Klinge aufgeteilt wird. Die Waffe im Stab zu verbergen und Bestien mit der Peitsche zu schlagen, ist fast schon ein zeremonieller Akt. Ein Versuch zu beweisen, dass die Blutgier der Jagd sich nicht in die Seele gestichen hat. Und die nehmen wir auch. Die wählen wir jetzt auch aus. Und so sieht er aus. So. Normal geschlagen. So. Und aufgeschlagener Schlag ist so. Oh, nein, das war der. Und jetzt der ausgeklappte Schlag. Haben wir so eine schöne. Jetzt sieht nicht viel anders aus, aber jetzt Achtung. So, und, gucken, was die Fähigkeit ist. Achso, das war, ach Quatsch, das war gerade dumm von mir. Nee, man kann das immer schön zurückwechseln, wie man lustig ist. So, und hier bekommen wir unsere erste Schusswaffe.
Boten bieten dir eine Feuerwaffe an. Wähle eine aus. Feuerwaffen werden mit der linken Hand geführt und bei der Bestie verwendet. So, wir haben zwei Schusswaffen. Einmal die Jägerpistole. Die ist auf sehr konzentriertes Feuer. Macht da auch dadurch auch erhöhten Schaden. Und kann auch leichter, wenn es genau richtig trifft, das Ziel noch besser aus der Haltung werfen. Und einmal die Jägerdonnerbüchse. Die werde ich gleich noch mal genauer zeigen. Die Jägerdonnerbüchse streut sehr schön, was es sehr, sehr leicht macht, Gegner wirklich zu parieren. Ja, mit Schusswaffen bringt man nämlich Gegner. Und, ja, kommen wir erstmal zum... das war, was ich machen wollte. So. Pistole für die Jagd aus der Werkstatt. Jägerschusswaffen werden speziell hergestellt, um Quecksilberkugeln mit dem Blut des Trägers zu verwenden, welche den Schaden gegen Bestien erhöhen. Da die Pistole schneller als die Donnerbüchse gezogen werden kann, kann der Träger schnell einen Gegenangriff starten. Und die Donnerbüchse, das ist die Blunderbuss, wie es im Englischen heißt, eine in der Werkstatt hergestellte Donnerbüchse für das Jägerhandwerk. Jägerschusswaffen werden speziell hergestellt, um Quecksilberkugeln mit dem Blut des Trägers zu verwenden, welche den Schaden gegen Bestien erhöhen. Der Effekt dieser Waffe wirkt schnellen Bewegungen von Bestien entgegen und die große Streuung sorgt nahezu für garantierte Treffer. Und das ist auch das Schöne daran. Deswegen holen wir uns jetzt die Waffe auch rein. So. Ich kann jetzt nicht auch mit rumballern, weil dann würde ich Kugeln verschwenden und die bekomme ich ja nicht wieder. Deshalb kriegen wir hier noch Feines, Geschenk von Boten annehmen. Ein Notizbuch von den Boten, hinterlassene Nachrichten bei diesen treuen Dienern, um sie mit Jägern aus einer anderen Welt zu teilen. So, jetzt kann ich quasi Nachrichten schreiben. Und hier... Na, wer ist das denn? Aha. You must be the new hunter. Welcome to the hunter's dream. This will be your home. For now, I am German, friend to you hunters. You're sure to be in a fine haze about now, but don't think too hard about all of this. Just go out and kill a few beasts. It's for your own good. You know, it's just what hunters do. You'll get used to it. Ja. Ihr seht auch schon, dein Fuß, dein rechter Fuß fehlt. Da ist einfach ein Stock. Und er ist auch an den Stück gebunden, aber... Naja. Gut, hier ist die Werkstatt. Hier kann man Waffen verstärken, aber wir haben noch keine Blutsteine. Und man kann sie auch noch mit Runen belegen, die dann auch noch mal ein bisschen die Werte verändern. Das Rundsystem ist super geil. Auf der Parieren muss man auch immer wieder hin und wieder, aber da wir bisher noch keinen Schaden diesbezüglich gemacht haben, müssen wir auch nicht reparieren. So, hier gibt dann später das Lager. Das ist quasi die Truhe für jeden kleinen Scheiß. Aber da gehe ich eigentlich auch gar nicht richtig ran. So, hier beim Erinnerungsaltar kann man später auch noch Sachen machen, aber dazu fehlt uns noch ein Item. Gibt es auch noch einen Hinweis. Um diesen schrecklichen Traum des Jägers zu entkommen, halte die Quelle der sich ausgebreitenden Plage der Bestien auf, damit die Nacht nicht ewig währt. Ja, so sieht ziemlich aus. Und dann geht's hier auch nochmal raus. Hier geht's dann auch noch ein Botendingsbums. Dann kann man mit Einsicht Sachen kaufen. Dieses Bad scheint mit dem Albtraum verbunden zu sein. Es gibt aber keine Boten. Ja, die müssen wir nämlich erstmal finden. Und hier diese Grabsteine, das sind die für die Challenge, für die Chalice Dungeons. Da wir bisher noch keinen Kelch haben, also keinen Chalice, können wir diese noch nicht benutzen. Wie gesagt, das sind zufallsgenerierte Dungeons. Und das sind ganz coole Dinger. Und hier, diese Ecke, ist auch noch relativ blank. Hier gibt es auch noch einen Sumpfboten. Aber der ist auch noch nicht da. Das müssen wir alles noch finden. Der steht eigentlich hier noch. Vorsicht handeln, Boden. Ja, okay, das ist jetzt eine User-Nachricht, aber die ist anscheinend nicht so ergiebig. So. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu tun. Wie man hier so sieht, gibt es hier noch ein paar Nachrichten. Das sind alles Tutorial-Nachrichten. Wie gesagt, eigentlich sollte man beim ersten Gegner direkt sterben und hier kann man ein bisschen das Kämpfen üben. Hier geht es, da ist es fest verschlossen. Und hier geht es auf ein großes Feld.
Aber das kommt viel, viel später. Und hier haben wir auch so ein kleines Ding in der Mitte. Hier gibt es aber eigentlich auch nichts. Auch hier dieser Baumstumpf, daran befindet sich nichts. Ich mal, ach, hier ist ja noch gar kein Grabstein. Okay, okay, okay. Gut. Dann, wie gesagt, gibt es hier erstmal weiterhin nichts zu tun. Und deswegen begeben wir uns jetzt auch mal wieder zurück nach Yharnam. An einem gewählten Ort in Yharnam aufwachen. Ja. Gehen wir jetzt erstmal zurück zum Krankenzimmer im Erdgeschoss. Denn da gibt es etwas zu entdecken. So. Zu Beginn des Spiels, als er rauskam, gab es hier noch keine Notizen, sondern einfach nur einen normalen Bildschirm, wo Bloodborne drauf stand. Das haben sie zurück nochmal gepatcht, dass er zumindest beim Laden des Spiels mal ein bisschen was lesen kann. So. Ich werde jetzt auch nicht jedes Item vorlesen, zum Beispiel das hier mit dem Blutviole. Könnt ihr gerade durchlesen, kann ich dir weisen und so weiter. So, gut, alles klar. So, wir befinden uns wieder in der Klinik. Wir gehen nochmal hoch. Und war das nicht vorher noch offen? Jetzt ist es geschlossen. Wir können hier reden. Are you out on the hunt? Then I'm very sorry, but I cannot open this door. I am Yosefka. The patients here in my clinic must not be exposed to infection. I know that you hunt for us, for our town, but I'm sorry. Please. This is all that I can do. Scheiße. Wir kriegen Yosefkas Blutviole. Now, go. And good hunting. Are you still in need of something? But I have nothing more to offer. Please, try to understand my position. I can only pray for a fruitful hunt. Are you still in, but I have, I... Okay, also merkt euch, was sie sagt. Sie lässt hier niemanden rein. Niemanden. Sie will, möchte da niemanden drin haben. Das ist ganz wichtig, denn wenn man sie später nochmal besucht, dann sagt sie etwas komplett anderes und das ist sehr auffällig. Gut, aber lass uns wieder zurückgehen. Wo wir waren. So. Übrigens, wenn man hier gestorben ist, dann ist der auch weg. Oder, nee, der ist nicht weg. Dann kann man ihn besiegen. Hierhin kommt man übrigens noch nicht. Der ist noch fest verschlossen. Kommt von der anderen Seite dahin, aber bis wir da sind, das dauert noch Stunden. So, wir hören hier Getrampel. Das ist da oben. Da kommen wir noch, eigentlich relativ früh noch hin. Ich behaupte. Und man kann es ganz richtig lesen. Schade, weil mein Cornerback da drüber drauf ist. Schade. Gut, aber jetzt können wir deutlich mehr Schaden machen. Wir machen noch nicht allzu viel Schaden, aber so viel, dass es reicht. Da haben wir 11 Blutfillionen, das ist schon mal nicht verkehrt. Gibt es hier erst Molotov-Cocktails für uns? Oh, Feuer, oh, Feuer, oh, Feuer. Sehr schön. Und trotzdem, ich meine, durch diese Lichtstimmung an, ist die nicht geil. Sieht das nicht schick aus hier? Ich liebe das. Also, kann schon mal sagen, dass dieses Tageslicht oder diese Abendsonne nicht für ewig da sein wird. Da das Spiel, ich glaube, 4 Mondzyklen hat, wenn mich nicht alles trügt. Aber ich kann es nicht genau sagen, Leute. Von daher, nehmt es mir nicht übel. Aber hier ist schon unser erster Dialog. Unser zweiter Dialog neben Yosefka. Oh, you must be a hunter. And not one from around here either. I'm Gilbert, a fellow outsider. You must have had a fine time of it. Yharnam has a special way of treating guests. Well, I don't think I could stand if I wanted to, but I'm willing to help. If there's anything that can be done. This town is cursed. Whatever your reasons might be, you should plan a swift exit. Whatever can be gained from this place, it will do more harm than good. Pale blood, you say?
Never heard of it. But if it's blood you're interested in, you should try the Healing Church. The Church controls all knowledge on blood ministration and all varieties of blood. Across the valley to the east of Yharnam lies the town of the Healing Church, known as the Cathedral Ward. And deep within Cathedral Ward is the old Grand Cathedral, the birthplace of the Healing Church's special blood. Or so they say. Yeah. Yharnamites don't share much with outsiders. Normally they wouldn't let you near the place, but the hunt is on tonight. This might be your chance. Ja, heute ist zufälligerweise die Jagd und wir können dann schon davon profitieren. Across the valley to the east of Yharnam, you'll find the Cathedral Ward. Deep within lies the old main cathedral, said to be the source of blood. I haven't heard of pale blood, but that's your best bet if it's anything to do with unique types of blood. Das ist unser Ziel. Cathedral Ward ist unser Place to be. Ja, dankeschön. Wir reden. Boah, der ist auch komplett am Arsch, ey. Auch allgemein, ganz Yharnam ist von der Seuche befallen. Aber ich möchte nicht zu viel von der Story erzählen. Ich kann auch nicht zu viel von der Story erzählen, wenn ich ehrlich bin, weil die Hintergrundgeschichte bzw. das Lore ist nicht so easy zu verstehen. Da gehen wir gleich später nochmal hin, aber ich springe jetzt hier nicht runter, weil habe ich noch nicht vor. Es gibt noch einen anderen Weg dorthin. So. Und jetzt der Typ hier hat ein Schild. Und ich denke mal, das ist einfach ein Witz an alle Dark Souls-Spieler, die halt sagen, was? Ein Souls-Spiel ohne Schild? Achtung, Leute. Das passiert mit Schildspielern. Aber weggebasht werden die hier. So. Hier haben wir unsere erste Gruppe. Das war eine Backstep, oder beziehungsweise ist es eher eine Visceral Attack. Autsch, Autsch, Autsch. Visceral Attack hat den schönen deutschen Namen Eingeweideangriff. Gut, Visceral heißt nichts anderes als Eingeweide, aber trotzdem. Eingeweide und Visceral klingt einfach so unterschiedlich. Meine Fresse, ey. So, unser Schilddude wird wieder leiden müssen. Aber ihr seht aber auch, dass diese Leute hier nicht mehr wirklich menschlich aussehen, wenn man nochmal genauer hinsieht. Ja, sie sehen eher wie Bestien aus. Und das ist nur die erste Vorstufe, die Leute erleiden hier. Gut. Soll ich jetzt ballsy sein und direkt mal hier runtergehen? Na komm, ich mach erstmal die Tür hinten auf. Wenn wir da schon mal die Abkürzung haben. Hier ist schon hinten der Typ da hinten. Wenn man da das richtige Timing hat, kann man den relativ easy parieren. Mal gucken, ob ich heute gut drauf bin. Das war schon mal nix. Geschafft! Der Attacke. Scheiße, er hat mich bedroht. Nun gut. Gibt schon mal was. Achso, mein erster Tod. Ist ja nicht so wild. Und wenn ich wieder über 100 komme, weiß ich eigentlich nicht genau. Obwohl, doch. Es gibt Bosse in diesem Spiel, die sind einfach so schlimm. Bloodborne hat mit die schlimmsten Bosse der ganzen Soulsborne-Serie. Unglaublich, ey. Ohne Scheiß. Wo bin ich jetzt eigentlich hier rausgekommen? Ich hätte mich eigentlich... Naja, ich hätte lieber zum anderen Leuchtfeuer gehen sollen. Leuchtfeuer sage ich jetzt schon wieder. Zur nächsten Lampe gehen sollen. Gut. Aber ich bleib dabei. Wo
bin jetzt hier, so ist das neue. Achso, du bist auch noch da. So. Probieren wir es erneut. Ich werde das doch. Zu Beginn werden wir erstmal zurückgeschissen mit Blutfion. Ne? Das ist erstmal in Ordnung. Fuck, was ist das? Ich sitze ja anscheinend irgendwo fest, okay. Da kommen sie her. Nein, schon wieder! Oh, ich hab's geschafft, Ja, da habe ich aber nicht richtig Timing gehabt. Sehr gut. So, heil mich nochmal kurz. Geht doch. Gute Nachbarn kommt. Wir bekommen 3 Blutfionen. Okay, hat sich jetzt nicht so gelohnt. Aber gab es hier nicht ein Item zu holen? Ich dachte mir, hier gäbe es eigentlich so schon. Na gut, okay. Ich dachte, hier gäbe schon die erste Rune für uns, aber. Habe ich mich vertan. Okay, dann halt nicht. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Aber wir haben ganz gut Leben, Seelen bekommen. Seelen sage ich schon wieder. Blood Echoes natürlich. Ist nicht so schlecht. Wie gesagt, das Spiel ist deutlich schneller und aggressiver als Dark Souls es jemals war. Vor allem wird man ja auch belohnt, für das versandte Spielen, da man ja auch wieder sich heilen kann. Wo ist der Gegner, der hier mal normalerweise steht? Naja, egal. Molotov kommt jetzt und hier noch jemand zu reden. Are you that outsider? Well, sorry, but I don't want anything to do with you. Trot along, will ya? Du Schwein. Na gut, der will halt nichts mit uns zu tun haben. Dann fick dich doch. Okay. Oh, hallo. Na, erst mit denen hier. Komm her. Aua, aua. Komm, Körper mal aus. Natürlich auf jeden Sprungangriff und auch einen Rollangriff und so weiter. Also das eigentliche Kampfsystem bleibt eigentlich bestehen, nur ist es halt deutlich schneller geworden. Lazio, come on. He's open the door and not the hunt. Away with you. Now. Lazio, come on. Away with you. Na gut, er will auch nicht mit uns reden. Aber er gibt uns, glaube ich, später nochmal ein paar Informationen. Ja, er sah tot aus, aber wenn man nicht richtig hinguckt, dann wird man ordentlich erwischt. So, hier ist auch noch ein lustiger Typ, den auch direkt so kaputt. Und ja, sie reden noch, wie er hört, ne? Er sagt irgendwas irgendwie, you are cursed oder sowas. Wir haben auch gerade unseren ersten Blutstein bekommen, damit wir unsere Waffen aufwerten können. Das ist auch schon mal super. Genau, ich wusste, dass da jemand noch ist. Wie ihr seht, da hinten findet gerade etwas Lustiges statt, anscheinend. Also, da ist ein richtiges Dorffest gerade am Laufen. Die verbreiten gerade anscheinend einen Werwolf, aber da sind sie selber gerade so ein bisschen am Wandel und ich glaube, sie merken es selber noch nicht mal. Deswegen sind die gerade selber auf der Jagd quasi, um sich selber zu jagen. Also, hier stimmt halt ordentlich was nicht, wie ihr gerade schon merkt. Hat mich jemand bemerkt? Ja, 2 Leute. Noch einer. Weil der mit dem Säbel ist hart. Wenn man den Säbel eintrifft, dann macht das ganz schön Schaden. Aua. Oh Mann, ich hab daneben geschlagen. Kann man schnell heilen. Ja, die Reichweite des Stabs ist länger als man denkt. Gaxelbakung ist immer nice. Und der Typ ist prädestiniert für eine Visceral Attack.
sehen, er greift wirklich mit der Hand einfach rein. So wie bei Indiana Jones Teil 2 war das, ne? Wie heißt der nochmal? Wie heißt nochmal Indiana Jones Teil 2? Tempel des Todes, ne? Ne, Tempel des Todes ist... Doch. Doch, doch, doch. Müsste es sein. Gut, da wagen wir uns mal hier runter. Hier sind einige Gegner. Und wir, ich laufe direkt hinten zum Typen in der Schusswaffe. Weil der wird nämlich ordentlich Blödsinn machen normalerweise. So, dann gehen wir uns jetzt hinter diesen Wagen. Ich weiß nicht, ob das. Der ist tot, alles klar. Dann dieser Typ da oben, der ballert nämlich auch noch schon auf uns runter. Und hinter dem Wagen bin ich halt geschützt. So. Soll ich erstmal Loot aufsammeln oder? Ne, erstmal den Typen killen. Komm. Okay, was ist da? So, mein Freund, jetzt bist du dran. Oh. Alter, Alter, Alter! Arschloch, ey. Komm, sehr. Oh, hat nicht gereicht. Oh, es hat gereicht. Ich wollte doch gerade sagen hier. So, zwei Dudes sind immer cool und der Typ ist nicht so nice. Alter, 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 Alter. Ganz ruhig. Komm her, komm her. Wunderbar. Sind ja auch schon gelootet. Von allen Ecken und Enden. Oh, was haben wir denn hier hinter dieser Tür, denkt ihr euch? Ne? Geht's ja richtig ab. Werden wir noch früh genug sehen. Keine Panik. Ich habe gar nicht geachtet, wann ich jetzt eigentlich wieder den Part beenden müsste. Dann muss das mal laufen. Und der erste Part, der brauche ich ja sowieso immer was länger. Und ich würde noch sagen, ihr könnt noch was vertragen. Ihr habt ja noch gar nichts gesehen vom Spiel hier. Noch gar nichts. Kaltblau, Kaltblutstau. Das sind letztendlich die Taschenseelen. Aus Dark Souls quasi. Ah, dieser letzte Schlag, den vergesse ich jedes Mal. Gut. Oh, ich hab was ferngelassen, ich hab's gar nicht aufgehoben. Das ist aber dumm von mir. Die Quecksilberkugeln werden rar werden, das sage ich schon mal. Genauso gut wie Blutfiolen. Da werde ich schon das ein oder andere Mal Blutfiolen schon farmen gehen bei dem einen oder anderen Boss halt. Denn die sind alle nicht so nice. Also. Die meisten Bosse sind echt nicht so nett. Selbst der erste Boss ist für Einsteiger eine Bitch. Jetzt gehen wir erstmal zu den Leuten, die hier sind. Die haben anscheinend gerade eine Feier. Machen einen Ring im Pilz mit anfassen oder sowas. I don't reckon you're from round here. Well, stuck outside on a night of the hunt. Oh, you poor. Sag ich nur das hier. Am liebsten möchte ich reinkommen und das jetzt durchmachen. Hey, du Sausack, was fällt dich ein? Schlag dich zu Brei. Dann wollen wir doch mal gucken, du fiesen Fett. Jetzt schleicht die Stoke voll und dann deinem Papa. Na, warte, Kerzchen, ich schrotte deine ganze Familie auf. Ah, sehr schön. Okay. Gehen wir erstmal hier entlang. Weil uns das direkt eine riesige Abkürzung gibt, die ich haben möchte. Oh, wo sind die Köter? Die mich angreifen. Na komm. Da hat mich bemerkt, er bellt mich an. Ist aber zu dumm, um zu merken, dass ich hier oben bin, nicht da unten. Na komm, besser für mich. So, die Seelen nehme ich gerade noch mit. Seelen, ich sag, ich werde immer Seelen sagen. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Oh, gibt es hier eigentlich was? Habe ich nie getestet. So, erstmal links checken, weil da kommt auch noch ein Hund. Schönes Kaltblut-Tau. Und hier unsere nächste Person, die wir besuchen können. Die wird aber gerade von einem Hund besucht. Sagen wir ihr erstmal Hallo.
You're a hunter, aren't you? Then, well, do you know of any safe places? Noch wissen wir nicht. I've heard I have. Shutting up indoors isn't always enough. Well, if you hunters got off your asses, you wouldn't be in this mess. You're obligated to help me, you hear? So what'll it be? Are you going to tell me you're not? Ich weiß leider noch nichts. Tut mir leid. Ich bin selber alt. That little good you outsiders do. Go on, admit it. You think we're all mad, don't you? Well, go and stab it. I know all your tricks. But what is it now? I've much better ways to pass the time. Unless you found me a nice safe place. Nope. Okay, gut, das habe ich alles schon gehabt. So, gucken gerade nochmal hier rein. Wie die Sonne so schön reinglotzt. Gucken uns an, wie die nächste Entwicklungsstufe der Typen aussieht, die da draußen rumlaufen. Na, da kommt er. So, da habe ich erstmal keinen Bock gegen ihn zu kämpfen. Weil ich da auch gar nicht erstmal hin möchte. Das möchte ich noch nicht. Wir machen erstmal die erste große, wirklich sehr, sehr große Abkürzung auf. Gehen wir erstmal hier hoch. Hier oben ist die Brücke, die ist aber hier an der Stelle eingestürzt. Kein Luther. Das ist auch die Brücke, die wir zuerst gesehen haben. Ist das die? Ist, das müsste sie sein, ja. Da sind noch ein paar Brick-Trolls, die ihr noch gar nicht gesehen habt. Aber egal, gut. Hier ein kleines Häuschen reingehen können. So, machen wir jetzt die Tür auf. Hier ist es relativ dunkel drin, aber hier ist ein Typ drin. So, dieser Typ im Rollstuhl. Fährt nicht darauf rein, holt das euch, weil der Typ hat nämlich eine Schrotflinte. Und will uns damit beballern. Und hier gibt es vier Quicksilberkugeln. Ein Blutcocktail, den werden wir später benutzen bei einem speziellen Boss. Hier gibt es noch eine Untersuchung. Halt da oben mal die Fresse, ich rede gerade. So. Als die Jagd begann, hat sich die heilende Kirche. Hat uns die heilende Kirche verlassen und die große Brücke in den Kathedralenbezirk blockiert, da in dieser mondhellen Nacht Alt-Janem abbrannte. Genau. Die große Kirche, da kommen wir nicht. Die große Brücke, da kommen wir nicht auf den direkten Weg. Zum Cathedral Ward. Da müssen wir leider einen Umweg nehmen. So, gab es hier noch irgendwas? Ich habe da nichts gesehen. Über ist alles voller Rollstühle und so weiter. So, und hier die große, große Abkürzung. Tada! Hier sind wir wieder. Da ist die große Brücke, wo wir hinwollen. Und da hinten ist der Kathedralenbezirk, kann man schon so sagen. Ja. Gut, wir haben ordentlich Blattechos, aber wir können noch nicht aufsteigen, da wir noch keine Einsicht haben. Sobald wir Einsicht haben, das ist das, was unter den Blattechos steht, auf Englisch Insight, können wir unseren Spaß in dem Fall austoben, dass wir aufsteigen können. Aber das ist jetzt noch nicht möglich. Noch nicht. Schon bald. So, oh, der hat noch was hinterlassen. Das ist immer sehr, sehr schön. Gerade Blutfiolen kann man zu Beginn sehr gut gebrauchen. Will ich eine Visceral Attack geben, wenn er mich nicht hört. Ja. So,
Und da laufen zwei lustige Gestalten. Da auch ein Brick-Troll. Aber schaffen wir uns erstmal die hier. Und ich werde sie cheesen. Tut mir leid, Leute. Ich werde sie erstmal cheesen. Denn sie kommen hier nicht durch. Komm her. Ja, komm her. Ein bisschen mehr. Danke. Ja, ich bin doch noch getroffen. Wir haben eine größere Reichweite als man denkt, deswegen muss man immer noch einen schönen Abstand halten, um das Ganze zu machen. Und das Schöne ist, die geben richtig viele Fionen. Wenn man also farmen will und Fionen braucht, das ist euer Ort. Die beiden geben nichts. Insgesamt 6 Stück. Und das ist richtig nice. So, 20 ist das höchste, was wir bisher tragen können. Wir können es später auch noch erhöhen, aber das ist jetzt noch nicht möglich. So, da habe ich noch nie nachgeguckt, deswegen habe ich die Waffe nachgeguckt. So, das ist die große Brücke, wo wir jetzt gerade drauf stehen. Und da hinten, wie gesagt, der Kathedralenbezirk. Und da hinten, wo der große Clock Tower steht, da ist erstmal unser Ziel. So, hier ist eine Sackgasse und ich glaube, hier gibt es auch nichts zu holen, wenn mich nicht alles trügt. Jo, genau. Dann gehen wir erstmal hier hin und holen uns erstmal hier die netten Items. Wie ihr schon seht, bisher sieht das alles sehr, sehr gleich aus und es ist super leicht, sich hier zu verirren, wenn man sich hier nicht auskennt. Aber das nennt man schnell. Und hier sind wir wieder an dem Stelle, wo wir vorhin gewesen sind. Hier ist alles schon niedergemetzelt worden von uns, deswegen ist es wunderbar. Wir haben Blutsteinscherben. Ich merke schon, das ist jetzt schon ein Wort, wo ich mich oft daran versprechen werde. Noch eine Blutsteinscherbe. Nice. Ich könnte jetzt schon richtig gut meine Waffe aufwerten. Und das werde ich auf jeden Fall auch machen vor meinem ersten Boss. Das so viel steht fest. Und hier, meine Freunde, geht's runter in die Kanalisation. Das habe ich noch nicht vor. Das habe ich noch nicht vor. Das möchte ich erstmal nach dem ersten Boss machen. Ich könnte auch den zweiten Boss zuerst machen, den man quasi so als zweiten Boss bezeichnet. Und dann den ersten Boss machen. Denn die sind gar nicht mal so weit entfernt voneinander. Aber, nee. Ich möchte zuerst aufsteigen können. Und das kann ich den eigentlichen Fällen... Fuck, das war das Geräusch. Kann ich in eigentlichen Fällen erst nach dem Boss. Weil man dadurch immer eigentlich sammelt. Durch besiegte Bosse. So, dadurch, dass ich jetzt hier bin, locke ich einen Brick-Troll an, den wir noch nicht sehen konnten. Den schaue ich mir jetzt. 6 Blutfionen, richtig nice. Die schaue ich mir jetzt auch. Aua! Raus hier. Und hol es hinterher. Hol es hinterher. Okay, jetzt bist du dran, mein Freund. Sehr gut. Übrigens, die ganzen Blutfionen, die ich nicht sammeln kann, weil ich dann voll wäre, landen in der Truhe und die werden dann quasi beim nächsten Besuch mit der Lampe wieder aufgefüllt. Also es ist so ein Mini-Estos, kann man so sagen. So dass es halt endlich ist. Und das ist der Brick-Troll. Wie ich schon gesagt habe. Brick-Troll, kommst du bitte her? Also erstmal von mir aus. Beide zusammen möchte ich jetzt nicht machen. Jetzt ist aber halt richtig scheiße. Gut, du läufst her, das ist sehr gut. Wo steckt der Brick-Troll? Der ist unten. Sehr gut. Oh, ich liebe ihre Geräusche. So. Ja, das ist gerade richtig scheiße, auf der Treppe das zu machen. Wenn du hochkommst, kriegst du ein Geschenk, das sage ich dir. Komm her, ja. Sehr gut. Nicht funktioniert. Bitte nochmal. Scheiße, auch nicht funktioniert. Jetzt mal bitte ordentlich machen. Danke, geht doch. Geben immer zwei Blutfionen
Das ist auch immer richtig gut. So. Quecksilberkugeln, genau die ich verloren habe, habe ich wieder bekommen. Sehr, sehr gut. Es läuft quasi wie geschnitten Brot. So, hier eine Truhe, eine Stelle, wenn ich nicht rankomme. Eine Spieluhr. Die werden wir uns auch vom zweiten Boss holen. Denn die hat ein Bewandtnis. So, dieser Brick Troll, den wir gelockt haben. Achso, nee, Quatsch, der ist nicht hier gewesen. Der wäre. Das Brick Troll. Brick heißt hier Ziegelstein und die heißen Brick Troll, weil die einen Ziegelstein in der Hand haben. So einfach ist das. So, der Brick Troll wäre hier gewesen. Und das wäre der Typ, der gegen diese Tür gehauen hat, wo wir auf der anderen Seite gewesen sind. So, wir haben die Fackel bekommen. Ist zu Beginn gar nicht mal so schlecht. So, können wir also erstmal durchlesen, was dazu auch schön steht. Eine gewöhnliche Fackel hergestellt aus mit Kiefernharz getränktem Stoff, um einen langen Stock gewickelt wird. Ich sollte mal wieder ein bisschen mehr lesen üben. Jeder Jäger verwenden Fackeln nicht nur, weil die Jagd sie in dunkle Winkel führt, sondern auch, weil einige Kreaturen, denen sie begegnen, eine Todesangst vor den Flammen haben. Und deswegen ist es gut, die Jäger zu verwenden. Man kann damit sogar angreifen, wie man hier so sehen kann. Und das hat sogar echt seinen Nutzen, weil dadurch viele Gegner halt Angst haben und die erstmal nicht angreifen. So, hier haben wir lustige Raben, die erstmal so krüppelig-mäßig über den Boden kriechen. Aber genau das ist das Ding. Die können überfallmäßig über einen herfallen und dann richtig viel Schaden austeilen. Deswegen niemals diese Krähen auf die gleiche Schulter nehmen. Die können immer noch ganz, ganz viel bösen Schaden verteilen. Killen tun sie einem in den meisten Fällen nicht, aber schon so, dass man halt in Blutfiole nehmen muss. Und das ist halt immer in den meisten Fällen ungünstig. Gut. Hätten wir bereits Einsicht, könnten wir hier einen NPC uns holen. In den meisten Fällen passiert das eher in Mugen Plus. Aber dieser NPC, den nenne ich euch erst später, weil wir denen auch noch begegnen werden in Persona. Aber na gut. Ich würde sagen, der Part ist schon lang genug eigentlich. Aber wollen wir nicht mit einem Boss krönen, dem ersten Boss des Spiels? Warum denn eigentlich nicht? Gucken, ob wir ihn schon besiegen können. So. Ach, ich habe keine Tablets ausgerüstet. Sollte ich mal machen. Allgemein habe ich hier noch keine Sachen drin, wie zum Beispiel die Motorfrog, die ich nutzen könnte. Die Ölbohnen sind auch sehr nützlich, weil die den Feuerschaden verstärken, wenn ich die auf Gegner vorher schmeiße. Und die Pebbles, die haben einen lustigen Text eigentlich. Kleine Käse, die man überall in Jammen findet. Gegner können mitbeworfen werden. Ziemlich spannend. Gut, und das nutzen wir auch gleich mal, um den Brick Troll anzulocken. Aber dafür sind die Pebbles da, dass man die halt von der Masse trennen kann. Okay. Ja, das Timing muss man erstmal rausfinden. Oh, der lebt doch. Das ist gar nicht so easy, das Timing rauszufinden. Aber wenn man es raus hat, alles easy. Alter, 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 seht ihr? Das ist das Ding, was ich meine. Diese Drecksdinger. Ziemlich noch einen. Und dann sagen wir mal Hallo zum ersten Boss. Achso, und dem, bevor wir dem Boss begegnen, sagen wir natürlich das hier. Hey, du Sausack, was fällt dich ein? Schlag dich zu drei. Dann wollen wir doch mal gucken, du fiese Fett. Jetzt schneidest du die Stoke voll und dann deine Papa. Aber achte, Gärtchen, ich schlotte deine ganze Familie aus. Ich krieg dir eine Bestie. Ja, ich sammle erstmal sowas von ihr. Weil man kann nämlich auch eine Visual Attack an den ausüben. Können wir einen Überhandschlag machen, komm mal.
nicht gemacht. Aber. Dann mach mal einen Überhandschlag, bitte mal. Bitte, bitte, bitte. Genau das. Ja, hat nicht so gut funktioniert. Komm her. Danke. Und da bist. Das war dann auch ganz, eigentlich ganz guten Schaden. Na, ja, schade. Hoffen. Nee, sonst machen die ihm gerade nicht so viel Schaden. Deswegen will ich erstmal die Bisse stehen. Aua! Aua! Hält er sich gerade an seinem Kopf? Also ich kann die Bisse auch wieder machen. Aua! Weil sonst kann man die Bisse nicht so schnell hintereinander machen. Bloß, dass halt ein bisschen der Kopf wieder heilen kann. Mhm. Na komm. Oh, geil! Kann auch die Arme verkuppeln von ihm. Wenn man die Arme verkuppelt, dann macht er auch deutlich weniger Schaden. Kann sich aber auch daran wieder heilen. Oh, nicht gut, ich sehe nichts, was er macht. Sehr gut. Na, halt es gerade. Jetzt hat er sich gerade, okay. Sehr gut, komm her. Läuft bisher eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ups. Aua, okay, das war jetzt gerade nicht so nice. Ja, ich habe zwei Decken in den Kopf geschlagen, schade. Ah, scheiße. Getroffen. Hab ich lieber nochmal. Fick dich. Ich muss auch treffen. Nice. Das ist ja das Problem an der Blunderbuss. Die hat keine so hohe Reichweite wie andere Waffen. So. Aber. Hat mir einen schönen Fitch-Slap gegeben. Genau. Hand verkrüppelt, sehr gut. Aua. Ah, weg hier, weg hier, weg hier. Ja, noch ein bisschen heilen. Jetzt sind wir schon halb durch. Ja, ich hatte seinen Arm. Ich bin mir ganz sicher. Ja, Kopf getroffen, sehr gut. Ich will noch ein bisschen mehr sein, Hilfe. Nice, komm her. Halt, weg hier. Ich will mal ein bisschen mehr rein, weil... Ah, jetzt macht er seinen Kopf. Anscheinend. Noch 6 Schuss. Ja, schade. Das war gerade knappes Timing. Ich sehe gerade gar nichts. Ich muss hier weg. Ja, Gott. Ja. Jetzt kann ich das angeben. Aber nee, lieber nicht. Perfekt. Fuck, immer noch nicht. Komm mal her. Oh Mensch, noch 2 Schuss. Wieder nix, ey. Und... Ah, jetzt aber meine Zeit. Aber oh, manchmal nicht. Da schalte ich nichts drauf. Okay.
Aber sehr gut, ich kann hauen. Weg, 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 weg. Und bin das Reichweite? Ja, bin ich. Da hinten ein bisschen, es gibt ihm zwei Autobahn an, sie können einmal Kopf, einmal Bauch. Das ist auch wunderbar. Oh, schade. Bin noch nicht so ganz. Bam und bam. Ein Zeit zu hoch ist gekommen. Und rein. Und nochmal. Bam. 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 Und bam. Ich hab den anderen verkuppelt. Also kannst du nicht mehr alles mit angreifen. Scheiße. Heilen, 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 heilen. Aua. Machen wir doch. Tut euch die Kirikabetze, die ist sowas von dermaßen gut geschmiert. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, sehr gut. Hauen, 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 hauen. Nochmal. Ah, ich hab's gewusst. Scheiße. Gleich wieder weg. Oh, scheiße, jetzt hauen können. Das taugt jetzt aber aus. Gewonnen! Hey! Was kann ich machen? Weg. Ich wollte eigentlich das hier machen. So, da haben wir das erste Schwertjägerabzeichen. Damit können wir uns neue Sachen im Shop kaufen. Gibt es noch Quecksilberkugeln? Ah, hätte ich das gewusst. Schade. Aber gut, haben wir den Boss besiegt und haben somit unsere erste Aufgabe richtig erfüllt. Übrigens, das wollte ich auch noch zeigen, bevor ich den nicht mehr entkomme. Hier, diese Tür ist verschlossen. Das wäre normalerweise der Weg, um zum Cathedral Ward zu kommen. Weil dahinter ist nämlich die Cathedral Ward. Wie gesagt, die haben alles verriegelt, alles zugebaut. Hier nichts, außer Neugier, genau. Diese Tür, die solltet ihr euch am besten mal merken. Denn die sehen wir später von der anderen Seite und man kann sie nicht öffnen. Die bleibt geschlossen für immer. Gut, aber reisen wir erstmal zurück. Wir haben 4 Einsichten bekommen und nun können wir etwas sehen. Tag. Hello, good hunter. I am a doll, here in this dream to look after you. Honorable hunter, pursue the echoes of blood, and I will channel them into your strength. You will hunt beasts, and I will be here for you to embolden your sickly spirit. So, ihr merkt schon, sie ist letztendlich die Feuerlenk-Hüter, die, ihr wisst schon, was ich meine, die Feuerhüterin, das war das Wort, was ich sagen wollte. Und man kann bei ihr aufsteigen, aber man kann auch mit ihr reden. Did you speak with German? He was a hunter long, long ago, but now serves only to advise them. He is obscure, unseen in the dreaming world. Still, he stays here. In this dream, such is his purpose. Hm. Ich kann den Traum auch nicht mehr verlassen. Ah, the little ones, inhabitants of the dream. They find hunters like yourself, worship and serve them. Speak words they do not. Niedlich. But still, aren't they sweet? Also klein, meinst du natürlich die kleinen Boten hier unten. Okay. Gut, dann gibt es nichts mehr mit ihr zu bereden, zumindest noch nicht. Es gibt noch genug Dialogoption mit ihr, aber noch nicht. So, mit Blutechos Statistik verbessern und aufsteigen. Statistik verbessern und aufsteigen. Very well. Let the echoes become your strength. Let me stand close. Now shut your eyes.
Okay. So, ich schätze mal, das, was wir noch gut gebrauchen können zu Beginn, ist mehr Schaden. Mal gucken, wie sich das jetzt auswirkt. Auf die Waffe. Machen einen mehr Schaden nur. Ja gut. Wir könnten ein bisschen mehr Leben gebrauchen, weil das rechnet sich momentan noch extrem, wie ihr seht. Mit einem Ding machen wir 21 mehr. Das ist schon echt nicht wenig. Und deswegen machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. So. Stärke werden wir auch noch brauchen. Deswegen, ach, wir sind schon voll. Dann machen wir einmal weniger. Gehen hier auf 10. Dann hat sich das Ganze. Gut. Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. So, verbrauchte Einsicht. Verbrauche Einsicht und läute die Herausforderungsglocke, um Jäger aus anderen Welten zu Hilfe zu holen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Schalldämpfer beendet diese Art der Kooperation. So, das ist quasi wie der Lebewohlkristall. Also der Schalldämpfer ist quasi der Lebewohlkristall aus Dark Souls. Und die Herausforderungsglocke ist letztendlich, gucken wir uns gleich mal an, am besten. Gibt es auch noch etwas? Verbrauche Einsicht und läute die alte Jägerglocke, um alte Jäger zu Hilfe zu holen, um mit ihnen zusammenzuarbeiten. So, gehen wir uns gleich durch. Ich möchte das nur mit German reden. This was once a safe haven for hunters. A workshop where hunters used blood to enhance their weapons and flesh. We don't have as many tools as we once did, but you're welcome to use whatever you find. Even the dog, should it please you. Eieiei. Aber was der gute Mann da sagt, hat er wirklich Sex mit einer Puppe? Na gut, er ist ganz alleine hier. Ich kann es ihm nicht ganz verübeln. This was once a work. Das hat man schon. Aber, wichtiger Punkt. Waffe verstärken. Ich will mehr Schaden machen. Deutlich mehr Schaden. Na ja, damit. Das war's erstmal wieder. Aber wir machen jetzt schon mal deutlich mehr Schaden. Ungefähr, was war das? 12 Stück. So. Man kann die Waffen bis auf plus 10 machen. Das ist das Höchste, was man machen kann übrigens. So, mit Einsicht. Die Leute sind jetzt nämlich auch da. Gegenstände erlangen. Das sind bisher die Blutcocktails und eine kleine nachhallende Glocke. Kleine Glocke, die im Labyrinth entdeckt wurde. Ihr Klang. Im Labyrinth sind die Chalice Dungeons eigentlich. Ihr Klang hallt in den Welten wieder. Der erste Jäger rief damit Jäger aus einer Welt zusammen, um zu kooperieren. Sie klingt mit einem Gegenstück der Herausforderungsglocke. Läute sie, um Jägern in anderen Welten zu helfen. Das heißt, wenn ich jemandem helfen möchte, läute ich die Glocke und so läuft das nämlich dann. Hinweis, nur Online-Nutzung, offline nicht einsetzbar, ist ja klar. Gut, ansonsten gibt es hier nichts zu kaufen. Könnte ich jetzt hier unten schon mal, es gibt hier auch deutlich mehr zu kaufen. Es gibt Gegengift, Molotov-Cocktail, Kiesel, Zeichen des Jägers, das sind quasi, die Homeward-Bones des Spiels. Handlaterne, werden wir nicht wirklich brauchen, ehrlich gesagt. Es gibt ein bisschen Licht, aber bringt auch nicht so viel. So, Jägeranführer-Medaillon. 10.000 kostet das Gute und gibt uns direkt Zugriff auf einen ziemlich wichtigen Platz des Spiels. Küchenhammer. Das ist schon mal der nächste, auf den wir kriegen können, für 3.000. Also ich kaufe sie natürlich alle, aber aber benutzen werde ich den Kirkhammer eher nicht. Nein. Hier gibt es auch schon die Repetierpistole. Die werde ich natürlich alle kaufen. Hier gibt es auch schon das hier auch noch zu kaufen. Soll ich es mir jetzt schon holen? Bisschen was. Es wäre schon mal deutlich besser als mein Fummel, den ich gerade anhabe. Das kann ich schon mal sagen. Aber nee. Solange wir noch gut zurechtkommen, gehen wir erstmal ohne. Weil ich kenne auch schon eine Stelle, wo wir eine gute Rüstung finden können zu Beginn. Und deswegen sind wir erstmal nicht darauf angewiesen. So. Da war es aber erstmal für heute. Wir haben echt mal sehr, sehr viele Leute gemacht. Der Part ist, glaube ich, auch relativ lang geworden. Aber zumindest wollte ich den ersten Boss auch bieten. Der ist relativ weit entfernt. Im Gegensatz zu Dark Souls Bossen normalerweise. Weil dafür muss man in Dark Souls muss man eigentlich relativ weit laufen. Und dieser Boss ist zu Anfang echt eine Bitch. Wie ihr schon merkt, das war schon eine relative Herausforderung. Wenn man nicht so gut drauf ist im Spiel,
noch, zumindest noch nicht eingeübt ist im Spiel, macht dieser Boss einem ordentlich fertig. Auch für Dark Souls-Veteranen. Denn man muss erstmal das typische Ausweichen lernen, denn es gibt kein Schild, mit dem man blockieren kann. Man muss quasi immer gut timen. Und das lehrt auch einem, ein besserer Dark Souls-Spieler zu werden. So ist es nämlich. Okay, Leute. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Bloodborne mit mir Level 4. Ich verabschiede mich. Aua, der Klo der Gläser runtergefallen und hat mir ein Pissmännchen angeklemmt. Was soll ich das denn sagen? So, Hannemann, und nun nix wie im Bett. Es ist 10:30. Jeden Moment muss der Papa nach Hause kommen. Schluss jetzt. Mach noch einmal Pipi und dann ab im Bett. Ja. Schluss, Leute.